Während Strömungspumpen in der Meerwasseraquaristik längst gang und gäbe sind, werden sie in der Süßwasseraquaristik immer noch heiß diskutiert. Auch ich bin erst vor kurzem zu einer Strömungspumpe gekommen. Lange Zeit war die Strömung des Filterauflauslaufes für mich Strömungsquelle genug. Mittlerweile aber weiß ich, dass die Strömungen keinesfalls vergleichbar sind. Aber warum solltest du überhaupt eine Strömungspumpe im Aquarium einsetzen? Es gibt Gründe. Damit herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich einmal die Thematik Strömungspumpe im Süßwasseraquarium beleuchten werde. Mein kleines Malawisee-Aquarium mit 240 Litern wird von einem Eheim Experience 300 gefiltert. Dieser Filter hat eine Leistung von etwa 1000 Liter pro Stunde. Das bedeutet, dass der gesamte Beckeninhalt etwa 4-mal pro Stunde umgewälzt wird. Entsprechend stark sieht auch die Strömung aus, die dieser Filter in meinem Aquarium verursacht. Trotzdem haben mir Experten für Malawisee-Biotope für meine Beckengröße eine Strömungspumpe von etwa 2000 Liter Leistung pro Stunde empfohlen. Das ist etwa doppelt so viel wie das, was mein Filter leistet. Unglaublich. Ich habe mich jetzt schlussendlich für eine Strömungspumpe mit einer Leistung von 1800 Litern pro Stunde entschieden. Erstaunt habe ich dann festgestellt, dass die 1800 Liter der Strömungspumpe kaum auffallen. Denn während der Diffusor am Filterauslauf einen stark konzentrierten Wasserstrahl dicht unterhalb der Oberfläche ausstößt, geht von der Strömungspumpe eine gleichmäßige, breite Strömung aus. Vor allem starke und überdimensionierte Filterpumpen erzeugen eine starke Strömung. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die breite, gleichmäßige Strömung, die du benötigst. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass du auf jeden Fall in jedem Aquarium eine Strömungspumpe brauchst. Denn nicht alle Tiere mögen so eine starke Strömung. Deshalb solltest du auf jeden Fall schon bei der Planung des Aquariums und bei der Planung des Besatzes die Ansprüche der Tiere berücksichtigen und entsprechend eine Strömungspumpe mit einplanen oder nicht. In der Meerwasseraquaristik werden Biotope wie Riffhang, Riffkante oder Brandungszone nachgestellt. Alle diese Zonen werden mehr oder weniger von Brandung umspült oder sind den Gezeiten ausgesetzt. In der Meerwasseraquaristik ist es daher gang und gäbe, ein Aquarium mit einer Strömungspumpe auszurüsten. Bei der Planung eines Meerwasseraquariums wird daher auch oft schon von vornherein geplant, welche technischen Voraussetzungen nötig sind, um die Strömung nachzustellen. Hier gibt es keine Biotope, die ohne eine Strömungspumpe auskommen. In diesem Bereich gibt es daher auch umfangreiches Informationsmaterial, was dir hilft, die richtige Strömungspumpe auszuwählen. Für die Süßwasseraquaristik gibt es solche Hilfestellungen nicht. Zum einen, weil die Biotope und Tiere viel umfangreicher sind, zum anderen, weil sich noch kaum jemand damit beschäftigt hat. Aber auch die Süßwasserbiotope sind nicht nur stehende Gewässer. Sicherlich gibt es die auch, wie zum Beispiel die stehenden Gewässer Südostasiens, in denen Kampffische oder Garnelen leben. Für diese Tiere wäre eine Strömungspumpe purer Stress und du solltest auf keinen Fall, wenn du so ein Aquarium hast und solche Tiere pflegst, eine Strömungspumpe einsetzen. Es gibt aber auch viele fließende Gewässer in der Süßwasseraquaristik. Zum Beispiel die Bachläufe Asiens, wo viele Schmerlen zu Hause sind. Oder die Zuflüsse des Amazonasgebiets. Aus dieser Gegend kommen viele Salmer, die wir heute gerne in unseren Aquarien pflegen. Und dann sind da noch die Brandungszonen der großen afrikanischen Seen, wie zum Beispiel der Malawisee und der Tanganyikasee. Hier gibt es zwar nicht grundsätzlich eine Strömung, aber zumindest zeitweise kann durch Stürme oder starken Wind die Brandungszone so aufgepeitscht werden, dass unter Wasser starke Strömungen an den Felsen entstehen. Ob du jetzt in deinem Süßwasseraquarium tatsächlich eine Strömungspumpe benötigst, hängt also ganz stark davon ab, welche Tiere du pflegen möchtest. Deshalb solltest du dich vor dem Kauf deiner Fische darüber erkundigen, welche Ansprüche diese Arten an die Strömung stellen und auch nur die Arten vergesellschaften, die die gleichen Ansprüche haben. Nur dann kannst du es strömungstechnisch allen Arten gerecht machen. Besonders Acht geben solltest du, wenn du Tiere pflegen möchtest, die als Nahrungsspezialisten von einer starken Strömung abhängig sind. Spontan denke ich da an Fächergarnelen wie die Gabun-Fächerhandgarnele. Diese Art hält sich bevorzugt an Stellen auf, an denen eine starke Strömung herrscht, weil sie mit ihren Fächerarmen hier die Nahrung aus dem Wasser filtern kann. Ohne eine ausreichende Strömung und gezielte Fütterung würden diese Tiere nicht im Aquarium überleben. Damit in so einem Spezialfall die Tiere ausreichend versorgt sind, solltest du auf jeden Fall eine Strömungspumpe einsetzen. Und das ist nicht nur eine Empfehlung. Also tut vielen Arten eine Strömung im Aquarium gut. Das ist aber noch lange kein Muss. Denn bislang sind die meisten Arten ja auch ohne Strömungspumpe bei uns im Aquarium zurechtgekommen. Wenn du noch zweifelst, ob du dir eine Strömungspumpe anschaffen sollst oder nicht, dann habe ich hier nochmal ein paar positive Nebeneffekte, die eine Strömungspumpe mit sich bringt. Das Wasser ist grundsätzlich mehr in Bewegung, als würdest du nur über den Filterauslauf eine Strömung erzeugen. Die Bewegung erstreckt sich so über ein deutlich größeres Volumen
und nimmt auch mehr Mulm vom Boden und von deiner Dekoration mit und fördert diese so zum Filtereinlauf. Damit ist das Aquarium grundsätzlich immer ein bisschen sauberer und der Mulm schadet auch im Filter weniger als auf dem Boden. Wir wollen natürlich keinen Fisch mit der Strömung stressen. Aber Strömung ist auch eine Ablenkung für die Fische. Vor allem, wenn du nur wenige Pflanzen pflegst und kein CO2 zugibst, dann ist die zusätzliche Bewegung der Wasseroberfläche Gold wert. Denn durch die Bewegung der Wasseroberfläche verhinderst du die Bildung einer Karmhaut und sorgst so dafür, dass dir der Gasaustausch an der Wasseroberfläche weiterhin gewährleistet wird. So stellst du sicher, dass auf der einen Seite der wertvolle Sauerstoff ins Wasser hineinkommt, aber auch schädliche Gase hinaus. Wann immer dein Biotop es erfordert oder deine Schützlinge es erlauben, solltest du also eine Strömungspumpe einsetzen. Aber auch nur dann. Bitte setze zum Beispiel keinen Fadenfisch einer Strömung aus, nur weil du eine Karmhaut bekämpfen willst. Wenn du aber einfach nur noch nie darüber nachgedacht hast, eine Strömungspumpe einzusetzen, obwohl deine Tiere aus zum Beispiel einer Brandungszone oder einem Bachlauf kommen, dann hast du eigentlich keine Ausrede mehr, auf eine Strömungspumpe zu verzichten. Natürlich gibt es Ausnahmen. Das sind die Aquarien, die stehende Gewässer nachbilden wollen. Hier werden meistens Tiere gepflegt, die wir mit einer Strömungspumpe stressen würden. Ansonsten halte ich eine Strömungspumpe auch im Süßwasseraquarium für sinnvoll. Klar kannst du jetzt nicht alle Aquarien im Gießkannenprinzip in einer Strömungspumpe ausstatten. Aber mit Bedacht eingesetzt ist die Strömungspumpe eine Bereicherung für die meisten Becken. Vor allem die Kollegen der Malawi-Aquaristik diskutieren das Thema seit einiger Zeit sehr heiß. Wenn du nochmal andere Meinungen dazu lesen möchtest, dann schau doch mal bei Malawi-Guru vorbei, der die Strömungspumpe grundsätzlich befürwortet, und bei Malawi Germany, wo die Strömungspumpe eher kritisch betrachtet wird. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall von der sanften Strömung begeistert. Ich bin sicher, dass die Fische das lieber mögen als diesen harten Filterauslauf.